Aber irgendwie habe ich da nicht wirklich eine Antwort bekommen, ob ich das offscreen machen soll oder ihr wirklich bei jedem Schritt dabei sein wollt. Was ich natürlich auch verstehen kann, weil ich bin auch eher der Vertreter, der sagt, ja, lieber mal alles sehen, als dann geht irgendwas ab. Das ist natürlich dann auch nicht immer so schön. Da kommt man sich so verraten vor irgendwo. So, zack, zack. Noch ein bisschen Kohle hier drauf. Soll schon reichen. So, nochmal hier drauf. So, ich müsste auch mal nachgucken, wie so ein Amboss geht. Wir haben wohl auch nicht so verkehrt. Naja, ich müsste ja auch nachgucken, wie viel Zeug das wir oder wie viel Kisten das wir brauchen. Das werde ich nachgucken, wenn ich mal ein Päuschen mache. Dass ich das dann weiß. Ach so. Da gehört's rein. So. Ah, noch ein paar. Soll schon reichen. So, und dann verräumen wir das Zeug hier gleich wieder. Soll ja alles zumindest noch ein bisschen Grundordentlichkeit haben. So, hier kommt das ganze Eisen rein. 13 Diamanten. So geil. So geil. So viele Diamanten. Hätte ich mir nicht gedacht, dass ich so viele irgendwann mal haben werde. So, Sand kommt hier ran. So, Lehm, das restliche Zeug hier kommt da rein. So, was mache ich nü? Ich müsste Holz hacken gehen. So sieht's aus. Und natürlich Eichenholz wäre vielleicht geschickt. Ich hätte mir zumindest Eisen aufheben können. So war da zum Beispiel 49 Stück, die reichen alle Male. Man kann hier währenddessen auch das ganze Zeug hier schon mal wegbrutzeln. So, drei Dinger. Dürfte reichen. So, fapp. Behaupte ich jetzt einfach mal so, dass das reicht. Weil mehr muss ja nicht fürs Erste. So, achso, ich habe ja eh dann vier Äxte. Naja, dann holen wir uns mal ein bisschen Eichenholz. Wir konzentrieren uns aber auf die kleinen Bäume, nicht auf die großen. Die großen sind mir zu groß, ne? Da soll natürlich auch nicht unbedingt. Das soll auch nicht unbedingt so sein dann. Wenn ich wieder Riesenbäume habe zum Zerschlagen. Es hält immer so auf irgendwo. So, aber ab die Luzi und einfach mal hier durchgeackert. Und drauf gehofft, dass es heute ein bisschen schneller geht. So, aber da bin ich guter Dinge. Weil ich spiele ja immer doch gern Förster. Da kann man sich so richtig auslassen. Vor allem, ich weiß, dass mir die Pflanzen was werden. Im Real Life habe ich ja doch einen ziemlich braunen Daumen. Ein brauner Daumen ist ja schon gar kein Ausdruck mehr. Der ist schon eher schwarz. Ich bin glücklich, dass eine Pflanze von meinem Kumpel echt überlebt. Die mir mal geschenkt hat. So, wie heißt sie? Chili Paprika. Ist echt scharf, das Ding. Das ist brutal. Aber sie überlebt. Gut, ich kümmere mich zusammen mit Julia Trent zusammen drum. Und deswegen hält die auch, glaube ich, so gut her. Wenn ich es allein wäre, dann wäre die schon lang eingegangen, die ganze Pflanze. Dann könnte man mit einem Ofenrohr ins Gebirge gucken und die wäre hin. Naja, was soll's. Aber das dürfte schon klappen, dass die noch bis zum Ende überlebt. So lang, wie sie kann. Da wäre ich echt stolz drauf. Huch. So, wie viel Holz werde ich denn heute noch sammeln? Eher ein bisschen mehr als weniger. Dass ich auch mit dem Bau hier gut vorankomme. Weil da brauche ich noch einiges für, dass ich hier fertig werde. Ah, nee, du bist mir zu groß, Baum. So, ich bleibe lieber bei den kleinen, aber feinen Bäumchen. Die gehen ein bisschen schneller und zuverlässiger. So. Aber wenn man sagt, hier war eigentlich ursprünglich gar kein Wald. Und ich habe den Wald komplett angepflanzt. Mittlerweile haben wir alle Hölzer hier vereint in einem Wald. Also so einen richtig geilen Mischwald angesetzt. Das ist natürlich toll, da kann man natürlich jedes Holz jetzt rausholen. Und wir haben nicht so verdammt weit, um irgendwie an Holz zu kommen.
Es war ja ursprünglich so, wenn man sagt, aus ein paar Setzlinge, so 5, 6, habe ich diesen Wald gezimmert. Viel waren es nicht. Dann wollte ich mal Abwechslung, habe dann noch Birkenholz geholt. Das hat natürlich auch eine hübsche Zeit gedauert. Bis ich dann endlich mal so viel Birkenholz hatte. Jetzt habe ich so viele Setzlinge. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr retten davon. Muss man jetzt so behaupten. Das ist auch so. Da kann ich mich echt nicht mehr retten von. Vor allem von den Eichensetzlingen. Birkenholzsetzlinge, okay. Da könnte ich noch ein paar mehr haben. Aber die habe ich auch mehr als genug. Sag mal so, ich könnte da hier rumlaufen, ohne einen Setzling mitzunehmen, aber trotzdem den ganzen Wald ansäen können. Das ist natürlich toll. Aber irgendwann reicht es auch mal. Und für so einen Quatsch bräuchte ich eigentlich einen Müllschlucker, wo ich das Zeug reinwerfen kann und dann ist es weg. Dann verbrennt es mal. Wäre natürlich eine tolle Idee. Wirklich, um Zeug loszuwerden, das wie kein Mensch braucht. Muss mir echt nur überlegen, wie ich das dann mache. Aber gehen würde es auf jeden Fall. So, ab dafür. So. So kommen wir schon langsam auf die Bäume mal wieder. Na, dann können wir weiterbauen. Ich freue mich schon. Mal gucken, was wir da nicht alles noch machen müssen. Um hier wirklich fertig zu werden. Mit diesem kleinen, aber feinen Lager. Naja, ich will natürlich auch einen Haufen Kisten anlegen. So, ich müsste mir mal so überlegen, was nicht alles hier so gibt. Wie zum Beispiel, es gibt ja Eichenholz, Birkenholz, Tropenholz, wie heißt das andere? Na, Tannenholz oder wie das heißt. Daraus natürlich die ganzen Holzklötze, die ganzen Treppen, Treppenstüfchen, die... Ja, das war's dann. Dann brauche ich eine Kiste mit Stöcken. Muss einfach sein, würde ich sagen. Eine Kiste mit Stöcken. Mit Türen natürlich. Was gibt's noch? Eine Kiste mit Kisten wäre ein bisschen übertrieben. Ja, dann bräuchte ich Pflasterstein, Pflastersteinstüfchen, Treppen, die Zäune natürlich, die komischen. Dann natürlich dasselbe in Cleanstone. Oh, Menno, das ist echt ein Haufen Zeug. Und das nur mit ein paar Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe. Das ist ja brutal. Das habe ich nicht viel aufgezählt, aber da sieht man schon mal, dass ich definitiv einen zweiten Stock brauche. Weil um das alles wegzubekommen, wenn man mal so sagt, Nahrungsmittel allein schon. Nahrungsmittel, Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnerfleisch, also Hühnchen. Natürlich nur einmal, nicht für gebraten und ungebraten. Ja... Für Pilze, für die zwei verschiedenen Sorten, für die Fliegenpilze und natürlich für die Champignons, nenne ich sie jetzt mal. Ein Kakao, Kürbisse, Melonen und den ganzen Scherz. Netherwarzen. Apropos Netherwarzen, da müsste ich auch nochmal runtergehen und da gucken, ob die schon fertig gewachsen sind. Um vielleicht hier noch ein bisschen was klein zu kriegen. Also noch ein bisschen hier aufzustocken. Da müssen wir uns natürlich auch mal drum kümmern, dass wir hier irgendwann mal anständig hier Tränke produzieren können. Dann fällt mir natürlich noch so ein Sand, Sandsteine. Ich glaube, ich werde das so bauen, dass ich immer erweitern kann. Es kriegt einfach nur so ein Flachdach und wenn ich dann noch ein Stockwerk brauche, mache ich eins drauf. Weil auf Anhieb fällt man natürlich auch nicht alles ein. Natürlich Redstone-Geschichten. Redstone selber, Redstone-Torches, Kolben, klebrige Kolben. Über die klebrigen Kolben natürlich auch noch die Schleimbatzen. Oh fuck, das Lager wird riesig. Ich muss echt durchgucken, wie viele Sachen das es gibt.
Alles, was Rüstung ist und so, in eine Kiste. Und alles, was Waffen sind, in eine Kiste. Und Pfeile in eine extra Kiste, weil da natürlich so viel übrig ist. Werkzeuge in eine Kiste. Ah, das wird schon. Und natürlich einiges wird das. So, und natürlich Äpfel. Äpfel muss ich natürlich auch noch mit beinhalten. Oh, Menno. Das wird eine Liste. Vor allem das auch anständig sortieren. Dass man hier auch alles so findet, wie ich will. Ich bin ja eher dafür, dass die Nahrung eher in der zweiten Ebene dann drin ist. Allein schon deswegen, weil man dann direkt von der Küchentür rausgehen können und das Zeug holen. Natürlich sehr vom Vorteil. Ja, so wird das dann gehandhabt, dass da dann das Essen reinkommt. Die anderen Sachen werden dann natürlich über die anderen Stockwerke verteilt. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. So, Birkenholz, Eichenholz. So, dann habe ich schon mal wieder ein bisschen was, aber da geht noch mehr. Da machen wir auch noch mehr draus. So, aber jetzt gehe ich erstmal wieder ins Bettchen, schlafe mich aus für den nächsten Morgen. Und ich nehme mal wieder einen Schluck aus der Pulle, weil ist ja doch ziemlich heiß hier. Weil sonst werde ich hier auch noch verdursten. Ist, glaube ich, nicht so vorteilhaft hier in der Aufnahme mittendrin zu verdursten. So, der Ofen ist aus, die Ziegel sind fertig. So, ich hätte schon wieder einen gewissen Level erreicht. So. Natürlich muss ich dann wieder Lehm holen. Ach, Menno, das ist natürlich immer so ärgerlich und alles. Mal hier so viel Zeug hier zu tun haben. Das hält natürlich auf, aber lieber haben wir was zu tun, bevor das mal lausig hier rumsitzt und nicht wissen, ach, was könnte ich jetzt machen? Ist natürlich selbstverständlich, dass das besser ist. So. Kommt das Zeug hier rein. Ich habe 5 Öfen. Das dürfte dann reichen. So, ein bisschen Kohle nehme ich mir noch mit. Ein bisschen was ist gut gesagt. Ich mache hier wirklich voll, dass ich hier wieder eine Zeit lang brutzeln kann. Man will ja doch vorbereitet sein. So, wird es schön langsam voll hier. So, rein damit. Zack, zack, zack. So, da geht mir aber auch schon wieder die Kohle aus. Alter, ist das schnell gegangen. Das ist aber schnell gegangen. So, ein bisschen Kohle oder 2 Stacks Kohle nehme ich noch mit. Einen knüppel ich da noch rein. Einen so für mich selber, dass ich den einfach mal dabei habe. So, hier so. Hier. Schön. Jetzt ist wieder voll hier. So, dann gehen wir mal kurz in unser Verzauberungslabor, in unser Alchemieräumchen. Und gucken wir mal, ob wir da noch ein paar Netherwarzen hier rausruppen können. Oh, sieht echt elegant hier aus. Bis auf ein paar sind alle gewachsen. So, her mit euch. So. Pam, 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 pam. So wird es natürlich nach und nach mehr. So, irgendwann können wir die ganze Hütte hier ausfüllen. So, schön hier mit den Netherwarzen. Immer schön auf die wabernden Gesichter pflanzen. Was auch wirklich schön hier klappt. So, 4 noch, 2 noch. Ach komm, um eins geht's mir nicht aus. Um ein einzige Netherwarze. Dann hätte ich's voll gehabt. So, Blazing Walls hätte ich da auch noch ein paar. So ist ja nicht. So ist ja nicht. So, und einmal dürfte ich hier auch mal irgendwann fest installieren oder fest deponieren. Muss man so sagen, weil nicht, dass wir hier andauernd auf der Suche nach einem Eimer sind. Wäre ja doof. So, Honeyball hat die Texturen irgendwie immer noch nicht geupdatet. Aber ich glaube, die hat gar keine Lust mehr drauf, dass sie das macht.
so eine Eingebung einfach. Ich habe nur noch zwei Schweine. Was soll die Sauerei?